Wir decken jetzt den Tisch und wir möchten euch das zeigen. Ich hab Angst. So, okay. Ich mach mir riese Angst. Riese Angst. Okay. 15. Und dann noch 15. Dann noch 25 und dann noch 6. Dann noch 30. Dann noch 30 plus 15? 30 plus 5 ist gleich 35 plus 10 ist gleich 45. Richtig. Plus 15, 45 plus 15 ist gleich, dann noch 10 ist gleich 55. Richtig. 55 ist dann noch mit 5 ist gleich 60. Genau, 60 sind. Willst du noch mehr? Ja. Das ist gut, Jan. Wo ist denn die Milch? Ja. Ganz gut auf der Straße aufpassen. Ja, bitte. Ja. Tschüss. Ja, bis gleich. Mietzi, du schon wieder am alten Wasser. Oder wie? Ich glaube, sind alle Katzen gleich. Altes Wasser, umso stinkender, umso besser. Das ist ja nun gerade frisch, aber... So was echt aufregendes wie eine Glühbirne zu kaufen. Das ist echt der Wahnsinn heute, ey. Die Kinder können es kaum aushalten vor Spannung. Stimmt's? Ihr ja! Freut euch. Yeah. Und du? Ja. So was machen wir. Eine Glühbirne gehen wir kaufen. Mann, ist das ein Tagesziel. Da muss er rein. Wahnsinn. Ey, das sind Haushaltstage. Und warum kaufen wir eine Glühbirne? Weil unsere alte geblinzelt hat und das war nicht toll und ganze Zeit an- und ausgegangen ist. Ja, was sagst du dazu? Genau, weil die kaputt war, natürlich. Ja, machen wir so ein Action-Video draus. Jetzt schneiden wir alle kurz und knapp zusammen und ihr werdet schon sehen, was dabei rauskommt. Werdet ihr selber sehen. Ja, und schon klingt alles wieder interessant. So, ja, Banalitäten des Alltags klingeln dann interessant, wenn man sie hektisch aneinander stückelt. Und vor allem machen wir ein Action-Movie, wie wir die Glühbirne greifen. So. So aus dem Regal so. Ja, das ist Zuschauerfang. Wir wollen noch mehr sehen aus dem Bauhaus und so. Ja, ja. Tja, so ist es. Wenn man nichts zu berichten hat, macht man sich ein Thema. Irgendwie sucht man sich ein Thema. Zum Beispiel sowas hier. Hey, wow, ich habe dieses Teil und werde beide zusammenfügen. Magisch. Na, na. Nice. Nicht wahr? So einfach ist es. Ah, was für ein romantisches Frühstück mit meinen Kindern. Rudolph the Red-Nosed Reindeer in the Radio Hall of Fame. Ah, mein Arsch kommt raus! Nein. Scotty. Skadishes. Klappe, die dritte. Anouk filmt sich mit dem Spinnencontainer. Oh mein Gott, nein, ist das professionell? Don't touch the lens. Was soll denn das? Du sollst nicht trinken. Genau.
Oh mein Gott, die Zuschauer kriegen ja Angst. In der Zustände wie im alten Rom. Na gut, okay. Dann wenn wir das mal kein Schnäppchen war. 20 Euro für einen echten Picasso? Na mal gucken. Wahrscheinlich ist es keiner. Aber ist ja auch real. Auf alle Fälle nach Picasso eine schöne Kopie. Eventuell. Vielleicht sogar ein Original. Man weiß es ja nicht.